Herr Bundespräsident, Frau Ministerpräsidentin, lieber Wolfgang Gerhard, verehrte Damen, meine Herren. Dieser Ort, diese Tage Anfang November und dieser Anlass markieren einen Auftrag an jede und jeden Einzelnen von uns. Hier im ersten gesamtdeutschen Parlament gedenken wir der Novemberpogrome des Jahres 1938. Im Land von Kant und Schiller, das einst, lieber Wolfgang Gerhard, eine liberale Verfassung hatte, aber keine liberale Gesellschaft, sind Tausende und Abertausende von Deutschen Opfer von Staatsterror und antisemitischer Hetze geworden. Die Scham darüber wirkt bis heute nach und dieser Zivilisationsbruch nimmt uns auch bis heute in die Verantwortung. Die innere Liberalität einer Gesellschaft ist kein Versprechen für alle Zeit, auch kein Paragraph. Wenn heute unter unseren Augen Salafisten Gotteskrieger rekrutieren, wenn im Salon Ressentiments mal spielerisch, mal ernsthaft, mal zu politischen Zwecken geäußert werden, wenn sich in Köln und andernorts rechte Schläger vermeintlich aus politischen Gründen mit der Staatsgewalt und Andersdenkenden schlagen, dann ist eben jene innere Liberalität gefährdet. Dann braucht diese innere Liberalität Anwälte. Wer schweigt oder wegsieht, weil er gerade nicht betroffen ist, der kann am nächsten Tag bereits selber Opfer von Ressentiments werden. Deshalb gerade an diesem Ort und an diesem Tag ein demokratisches Land und eine liberale Gesellschaft muss Wehrhaftigkeit besitzen und gerade die Toleranz verteidigen gegenüber jenen, die unter dem Deckmantel der Toleranz diese Toleranz bekämpfen wollen. Wir feiern heute den 25. Jahrestag der friedlichen Revolution in der ehemaligen DDR. Ich spreche nicht vom Mauerfall, denn diese Mauer ist nicht gefallen. Sie wurde umgestürzt von innen und von außen. Ein Staat, der seine ökonomischen Grundlagen am 9. November 1989 hat Alexander Schalk-Golodkowski noch um neue Kredite der Bundesrepublik Deutschland gebettelt, der seine ökonomische Basis verloren hatte und vor allen Dingen das Zutrauen der Menschen verloren hat. Wolfgang Gerhard, Sie haben gesagt, die Freiheit wird heute mitunter skeptisch gesehen und es gibt keine klare Definition des Begriffs der Freiheit. Aber das Jahr 1989 hat gezeigt, mag der Begriff der Freiheit schillernd und die Definitionen nicht eindeutig sein. Millionen Menschen spüren, wenn die Freiheit fehlt, weil sie fühlen, was Freiheit für sie bedeutet und was ihnen fehlt, wenn Freiheit in der Gesellschaft nicht die Basis des Zusammenlebens beschreibt. Applaus 25 Jahre nach der friedlichen Revolution leben wir in einem geeinten Vaterland, das weltoffen und wirtschaftlich stark ist. Alle wollen heute auch Freiheitsfreunde und Liberale sein. Der Vorsitzende der SPD sagt, seine Partei wolle sozial und liberal sein. Die Grünen, die sich bei der letzten Bundestagswahl noch als unsere Ernährungsberater beworben haben, sie wollen heute die neue Freiheitspartei sein.
Die Frau Bundeskanzlerin betont bei jeder Gelegenheit, dass auch die Konservativen natürlich liberale Wurzeln hätten. Ich warte jeden Tag darauf, dass Gregor Gysi den Liberalismus noch für die Linkspartei entdeckt. Aber trotz all dieser Beteuerung, verehrte Anwesende, trotz aller dieser Worte, die Taten, sie sprechen eine andere Sprache. 25 Jahre nach dem Fall der Mauer leben wir in einem Land, das wieder staatliche Preiskontrollen für Löhne und Mieten kennt, das ein Tag- und Nacht arbeitendes Pumpwerk der Subventionen im Energiebereich organisiert hat, das neue Frühverrentungsprogramme auslobt. 25 Jahre, nachdem die Menschen auf die Straße gegangen sind mit dem Ruf nach mehr Freiheit, ist heute der Ruf nach mehr Gleichheit lauter. Allenthalben wird die private Initiative, die private Verantwortung, das private Eigentum und die Privatsphäre von einem dichten bürokratischen Netz überzogen, weil Politiker und Beamte freie Bürger einmal fördern, einmal lenken, einmal unterstützen, einmal bevormunden wollen. Es wird als ein Skandal betrachtet, dass nicht jeder Mensch gleich ist. Es wird alles getan dafür in unserem Wohlfahrtsstaat, dass Menschen gleich gemacht werden. Dabei ist doch eigentlich die Lehre der Geschichte, dass wenn Fleiß und Talent und individuelle Lebensentscheidungen keinen Unterschied machen, ein Land grau und arm und bitter wird, dass Talent und Fleiß und Lebensentscheidungen einen Unterschied machen dürfen, ist das Privileg einer liberalen Gesellschaft, das wir nicht verkennen dürfen. An diesem Tag schauen wir, gerade weil wir eine Liberale aus unserer globalen Familie ehren, schauen wir auch über unsere deutschen staatlichen Grenzen, weil die Idee der Freiheit auch auf der internationalen Bühne alles andere als unumstritten ist. Auch hierzulande hat mancher dafür Verständnis, dass Russland heute mit historischen Begründungen anderen Staaten das Selbstbestimmungsrecht der Völker beschneidet. Die Krim sei immer russischer Boden gewesen. Wenn das ein neues Konzept für eine europäische Friedensordnung werden sollte, dann müsste sich Deutschland doch folgerichtig um Danzig und Königsberg bemühen. Ist es aber tatsächlich ein Beitrag zu Stabilität und Frieden, wenn man hinnimmt, dass ein Staat einem anderen Staat Entwicklungschancen nach Europa nimmt, weil er selbst wieder Einflusssphären definiert? Haben wir eigentlich die Lehre der Geschichte richtig verstanden? Wenn ein großartiges Projekt wie der Brückenschlag über den Atlantik zur Definition gemeinsamer Standards für den Handel hierzulande vor allen Dingen unter der Überschrift von geklortem Geflügel diskutiert wird? Ist das nicht die Banalität historischer Lehren, wenn gerade jene, die als Globalisierungsgegner und langjährige Vegetarier seit Jahrzehnten geklortes Obst und Gemüse essen, wenn sie uns die Chance nehmen, den größten Wirtschaftsraum der Welt zu definieren und vor allen Dingen eine Wertegemeinschaft mit neuer Vitalität zu versehen? Was für eine zivilisatorische Chance, wenn die großen Demokratien von Nordamerika und Europa Standards im sozialen und im Umweltbereich gemeinsam definieren würden. Das wäre ein Leuchtfeuer für die ganze Welt,
dass wir uns nicht von Bedenkenträgern und Besitzstandswahrern löschen lassen dürfen. Verehrte Anwesende. Verehrte Helen Zille, Sie haben eine beeindruckende Biografie, in der Sie, als es nicht selbstverständlich und nicht einfach war, Courage gezeigt haben für liberale Werte, Menschenrechte, unabhängig von der Herkunft derjenigen, für die Sie sich eingesetzt haben. Ihr Mut, Ihre Prinzipienfestigkeit ehren wir heute. Aber dieser Mut ist zugleich der Auftrag an uns alle, den schleichenden Verlust von innerer Liberalität in unserer Gesellschaft nicht widerspruchslos hinzunehmen, weil es vielleicht bequem oder populär ist. Danke Ihnen.